heißem Märzen Zeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schöner, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem. Die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alle. Ja, hallo zusammen. Neues Video aus der Einsteigerreihe. Ein kleiner Zusatz zum Thema Akkus und Akkuträger. Unter dem Video, was sich sozusagen hauptsächlich mit den Akkus und Akkuträgern beschäftigt hat, hat mir ein lieber erfahrener Nutzer sozusagen nochmal einen Kommentar gepostet und gesagt, hör mal, du hast eine Sache nicht erwähnt und das ist das Aufladen von diesen Akkuträgern, Akkus, wie auch immer. Und muss ich sagen, stimmt, und das will ich halt in diesem Zusatzvideo jetzt noch einmal abhandeln. Beim Aufladen dieser Batterieeinheiten, drücken wir es mal ganz universell aus, gibt es eigentlich zwei wesentliche Unterschiede. Und zwar ist der Unterschied, ob ich den Akku aus dem Gerät entnehmen kann oder ob das Ganze eine fest verbaute Einheit ist. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei Beispiele. Ja, das hier ist der Nugget von Archery, der ist fest verbaut, der Akku. Ja, der befindet sich hier in dieser Klappe, aber die Klappe ist fest verschraubt und der Akku da drin ist auch fest verlötet. Das könnt ihr dann in der Review sehen, die verlinke ich euch bei YouTube wieder hier oben in den Infocards bzw. bei Rhythme unten in den Infoboxen, wie auch immer man das dann nennen möchte. Und halt als Gegenbeispiel den Edges oder Aegis oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Bei dem kann man hier unten halt diesen Deckel abschrauben. Und dann fällt einem hier so ein Standard-Industrie-Akku in die Hand. So, den mache ich mal wieder zu, weil ich habe mir jetzt extra das Video halt nochmal eine zweite mitgebracht. Ja? Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben gedampft und beide Akkus sind jetzt laut Anzeige leer. Ja, und wir müssen die jetzt aufladen. Bei festverbaut, fangen wir mit dem Einfachen an, habt ihr meist wenig Auswahl. Da habt ihr entweder wie hier so einen USB-Anschluss, ja, an dem könnt ihr dann ein USB-Kabel anhängen, ja, und das steckt ihr dann irgendwo am Computer oder an der Steckdose oder sowas ein. Und so lädt das Gerät auf. Problem ist natürlich, auch wenn die meisten dieser Geräte, die über diesen USB-Anschluss aufgeladen werden, diese Path-Through-Funktion haben, sprich ihr könnt bei eingestecktem Ladekabel sozusagen dampfen, ihr seid natürlich festgebunden. Noch etwas unhandlicher sind die Geräte, die einen fest verbauten Akku haben und keinen USB-Anschluss, davon gibt es nämlich auch noch welche. Da schraubt ihr hier auf das Gewinde statt einem Verdampfer das Ladekabel. Ja, das Ladekabel hat hier so einen Gewindeadapter, auf dem ihr das Ganze drauf schraubt. Bedeutet, wenn ihr das Ding aufladet, ist der Akku nicht zu benutzen. Deswegen sollten solche Sets unbedingt mit mindestens zwei Akkus kommen. Ja, damit ihr sozusagen nicht da vor dieser Aufladestation steht oder vor dem Ladenakku und nicht dampfen könnt. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen ungeil. Ja? Deswegen immer zweiten Akku bereit haben, um das Ganze zu überbrücken. Wenn ihr nicht unterwegs sein müsst, ja, sagen wir mal, ihr habt das Ganze bei einer Autofahrt oder Büroarbeitsplatz, wo ihr auch immer euch nicht großartig lange Zeit wegbewegen müsst und immer sozusagen die Dampfe am Ladestecker benutzen könnt, ist natürlich auch hier mit dem USB-Stecker das durchaus möglich. Ja, ist alles kein Problem. Ja, was macht man bei
solchen wie der Eggis, sprich wir haben hier diesen Akku entnommen, da gibt es andere Möglichkeiten. Und zwar sind das dann spezielle Ladegeräte für solche Anwendungen. Ja, ich habe jetzt hier mal mein altes aus der Werkstatt. Das habe ich sozusagen immer da hängen, falls ich es mal brauche. Da ist übrigens ein Ladeanschluss kaputt, aber ist egal, der Rest funktioniert noch. Ja, gibt es viele verschiedene Fabrikate, das jetzt ist von Nikkor. Für die einzelnen Ladegeräte, guckt euch einfach die Reviews an. Meines Empfindens nach tun die sich häufig wenig in der Gesamtqualität. Man hat nur so Details Unterschiede. Ja. Da ist dann immer die Frage, was ihr genau braucht. Aber das guckt ihr euch lieber ganz in Ruhe bei den diversen Reviews der Kollegen an, was so die einzelnen Ladegeräte bieten. Ja, die werden dann meistens hier über diese Stecker direkt an eine 230 Volt Steckdose angesteckt. Diese hier hat noch die Option, dass man einen 9 Volt Stecker ansteckt. Ja, dann steckt ihr das Ganze ein, legt den Akku so rum ein, wie er dann meistens auf dem Gerät hier markiert ist. Hier hat man diese Plus- und Minus-Symbole hier oben. Ja, legt den halt dann so hier ein und dann lädt der auf. Auch hier ist natürlich die Sache, ihr solltet, während der eine Akku lädt, immer einen Ersatz dabei haben. Ja, da tut sich die ganze Geschichte recht wenig. Was sind jetzt aber die Unterschiede zwischen den drei Ladeverfahren? Wo liegen die Vorteile, wo die Nachteile? Ganz klar, bei dem übers Gewinde anzuschließenden Verfahren gibt es eigentlich fast nur Nachteile. Gut, die Bedienung ist sehr simpel. Ja, ich schraube diesen Ladestecker auf, stecke ihn ein und lasse laden. Problem, wie gesagt, die gesamte Akkueinheit ist nur noch fürs Laden reserviert. Da ist die Lösung über den USB-Stecker in Verbindung mit dieser Path-Funktion natürlich sehr viel vorteilhafter. Ich kann das Gerät währenddessen immer noch zumindest stationär nutzen. Ja, theoretisch könntet ihr sogar auch eine Powerbank, also diese Notladeakkus, die es allenthalben gibt, mitnehmen, da sind ja auch immer USB-Anschlüsse an und sozusagen auch unterwegs die Dampfe aufladen und gleichzeitig dampfen. Ja, alles wunderbar möglich. Problem mit diesen ganzen USB-versorgten Anschlüssen, ne? Sowohl ob ich das Ding jetzt an ein Gewinde anschließe oder hier halt über diesen USB-Anschluss, ist, das geht sehr, sehr langsam. Ja, man kann sich das ja vorstellen, dieser Akku hier zum Beispiel, enthält so 4000 mAh, irgendwas in dem Dreh. Bedeutet, über einen USB-Anschluss, der relativ schwachen Strom führt, ja, den ganzen einfachen USB-Anschlüsse liefern sehr wenig Strom. Das ist so ein bisschen abgetaktet. Ja, am Computer ist es besonders wenig, während häufig diese Anschlusskupplungen, sozusagen diese Stecker, Steckdose auf USB, ein bisschen mehr Strom liefern. Aber es ist meistens übersichtlich, drücken wir es mal so aus, wie viel Strom sie liefern. Ja, dementsprechend dauert das Laden der Akkus verglichen mit der dritten Methode, sprich dem freien Akku im Ladegerät, häufig sehr viel länger. Ja. Und warten ist halt dann immer so ein Problem. Ja. Klar könnt ihr sagen, okay, ich lade das Ganze, wenn ich Zeit dafür habe, wenn ja, ich genug Ersatz dabei habe, aber natürlich möchte man nicht so lange warten. Ja. Und gerade bei großen Akkus dauert das Laden über USB halt relativ lange. Diese extra Ladegeräte laden meistens sehr viel schneller. Und bei gewissen Geräten, bei dem hier ist das jetzt nicht so, aber bei vielen Geräten kann man auch an irgendeinem Wahlschalter oder Knopf den Ladestrom einstellen. Ja, das sind meistens die Wahl zwischen 0,5 Ampere, 1 Ampere und 2 Ampere zum Beispiel. Und das könnt ihr dann aussuchen. Ist natürlich die Sache, dass man sich als ja, völlig unbefleckter Neuling, wie auch ich einer damals war, erstmal fragt, was nehme ich denn? Ja, 0,5, 1 oder 2?
Das ist auch nicht so unwichtig, weil die Akkus schon abhängig vom Ladestrom Lebensdauer verlieren. Drücken wir es mal so aus. Ja? Generell kann man sagen, je schneller, somit je mehr Ampere ich einen Akku auflade, desto schneller altert er. Ja? Sprich, je sanfter, also auch mit je weniger Ampere ich einen Akku auflade, desto länger hält er. Allerdings relativiert sich das ein bisschen mit der Größe. Man kann so ganz allgemein sagen, je kleiner der Akku ist, desto anfälliger ist er für diesen Effekt. Sprich, ein Akku, der kleiner ist als ein 18650er Akku, würde ich nicht mit 1 Ampere laden. Ja? Da kann der Akku halt schnell altern und das wollen wir ja nicht. Ja, dann würde ich mit 0,5 Ampere aufladen. Das ist auch meistens gar nicht so lang, wie das dann im ersten Moment klingt. Bei 18650er kann man ruhig 1 Ampere nehmen und für solche Brecher wie die 2650er oder größer, die kommen auch mit 2 Ampere ganz gut zurecht. Es gibt auch Ladegeräte, die erkennen den Akkutyp und wählen selber, welchen Ladestrom die am besten vertragen. Es gibt zig Sonderfunktionen in diesen Ladegeräten, die teilweise auch Akkus, die zu tief entladen wurden, wieder langsam aufbauen. Das kann so ein Akku noch mal eine Zeit lang retten, auch wenn man das Tiefenentladen generell nicht empfehlen kann. Ja, generell noch ein Wort zur Sicherheit bei dem Ganzen. Auch beim Aufladen fließt natürlich Strom in den Akku. Und genauso wie beim Entladen kann es bei diesen Akkus zu unerwünschten Reaktionen kommen. Ja, da kann es also bis zur halt Entzündung oder Ausgasung aus dem Akku kommen. Dementsprechend, weil das Ganze ja heiß wird, ist nicht zu empfehlen, das Ganze über Nacht aufladen zu lassen, sprich wenn es unbewacht ist, ja, niemand in der Nähe ist, ihr schlaft und irgendwo, weiß ich, im Wohnzimmerschrank gibt es plötzlich eine Hitzeentwicklung und das Ganze brennt. Ja, das gilt, wie gesagt, nicht nur für E-Zigaretten-Akkus, das gilt für sämtliche dieser Lithium-Ionen-Akkus, Handys, Tablets, alles Mögliche. Es besteht die theoretische Gefahr, oder auch statistisch, ja, dass irgendwas bei diesen Akkus schief geht. Ja. Wenn es schief geht, haben wir es halt mit Hitzeentwicklung zu tun. Solltet ihr doch mal so einen Akku, ja, im Stillen vor sich hinladen lassen, dann achtet darauf, dass der nicht irgendwo da liegt, wo irgendetwas Brennbares in der Nähe ist. Ja? Sprich Holzmöbel, ganz negativ werden natürlich irgendwie Sachen, wo brennbare Stoffe gelagert werden. Ich sag mal so im Hausmittelschrank neben dem Reinigungsalkohol und dem Brennspiritus oder sowas. Würde ich lassen. Ja? Wer ganz sicher gehen will, der kann sich gerade für solche Geräte spezielle Taschen holen. Ja, diese Taschen sind dann aus feuerfestem Material. Ich packe sozusagen einfach das Ladekabel dran, tue den Akku rein, stecke das Ganze zusammen in diese Hülle, ja, und ziehe das Ganze mit dem Reißverschluss zu, dass nur das Ladekabel rausgeht. Vorteil, wenn da irgendetwas schief geht, fängt die feuerfeste Tasche das Ganze auf und ihr habt keinerlei Brandgefährdung im Haus. Ja, ich persönlich halte es halt so, dass meine Ladegeräte irgendwo da sind, wo sie nichts entflammen können. Ja, immer schön auf einem Glastisch zum Beispiel oder an der Wand habe ich das in der Werkstatt hängen, ja, wo es auch mit nichts Brennbarem in Kontakt kommt. Und da lasse ich es auch schon mal unbeobachtet. Ja, auch schon mal eine Weile unbeobachtet, ist noch nie was passiert, aber wie gesagt, statistisch möglich ist es, ist auch schon passiert, Leuten. Ja. Deswegen muss man halt sehen, wie man das so abwägt. Ja. Aber achtet halt drauf, dass diese Aufladerei nicht an einem Ort passiert, der brandgefährlich ist im wahrsten Sinne des Wortes und wo das Ganze unbeobachtet ist. Eine Sache, die ich auch noch ansprechen möchte, manche dieser Geräte mit entnehmbarem Akku, die haben auch zusätzlich diesen USB-Anschluss.
Ja, den kann ich euch gerade nicht zeigen, weil der sitzt hier hinter der Klappe. Ja, müsste ich jetzt also alles aufschrauben. Aber ja, die haben die. Zum Teil kann man darüber auch aufladen. Mit den gleichen Nachteilen, dass das halt häufig sehr viel länger dauert. Eigentlich sind auch diese USB-Anschlüsse primär dafür gedacht, wenn das Ganze eine Elektronik drin hat, diese Elektronik mit einem Update zu überspielen. Ja? Aber bei vielen kann man daran auch den Akku laden, wenn man gerade gar nichts zur Hand hat. Funktioniert eigentlich nicht bei allen. Ja? Manche Geräte bieten diesen Lademodus nicht. Ja, bliebe nur noch als Fazit zu sagen, was bedeutet das für jemanden, der seine erste Dampfe kaufen will. Da würde ich jetzt mal die Ladetechnik nicht unbedingt als das Kriegsentscheidende ansehen. Ja? Viel wichtiger ist, dass ihr ein Gerät habt, mit dem ihr erstmal im Alltag klarkommt. Natürlich sollte es dementsprechend ausgestattet sein, dass ihr ja, das Beladen des Akkus, wenn im Bedarfsfall halt, überbrücken könnt. Sprich, wenn ihr keine austauschbaren Akkus verwenden könnt, dann braucht ihr entweder zwei Geräte, ja, oder ihr müsst halt irgendwo eine Gelegenheit haben, diese Geräte aufzuladen und während dieser Aufladezeit auch ja, euch mit entsprechendem Dampf zu versorgen, ja, damit ihr jetzt nicht stundenlang, das kann teilweise sein, je nachdem wie groß der Akku ist, warten müsst, bis der blöde USB endlich dieses Gerät aufgeladen hat. Ja. Sollte das bei euch sein, dass ihr halt diese fest verbauten Einheiten habt, ihr habt kein Ladegerät extra für die Akkus, wie auch immer, dann holt euch lieber noch eine zweite Batterieeinheit dazu, ja, wo ihr dann sozusagen die Zeiten mit überbrücken könnt. Ja, das wäre es auch schon zu dem Thema. Das konnten wir ja noch relativ kurz fassen, diesen Einschub. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, Bemerkungen und so weiter, unten ist die Kommentarfunktion für euch. Tobt euch aus. In diesem Sinne, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, geschüttelt uns ein Gasgewind, weiter nicht.